In dieser Episode schauen wir auf einige Dinge, die es bei GTA 6 geben wird. Grundlage sind die Leaks vom letzten Jahr, wo sich natürlich immer Leute die Mühe machen und das Ganze mal so ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Ich habe da vielleicht schon das ein oder andere in einem anderen Video auch schon mal erwähnt. Guck doch mal gerne auf dem Kanal vorbei, wenn dich das interessiert. Lass uns mal direkt reinstarten. Eine Sache, die bei GTA 6 natürlich immer ganz oben steht, sind die Raubüberfälle. Was meiner Meinung nach so ein bisschen zu kurz kam bei GTA 5, waren so diese kleineren Raubüberfälle. Und das soll bei GTA 6 anders sein. Also zum Beispiel das Ausrauben von Pfandhäusern, Lebensmittelgeschäften. Hatten wir bei GTA 5 auch schon mit diesen normalen Shops, aber natürlich war das jetzt alles sehr standardisiert. Autowerkstätten soll man überfallen können, Bekleidungsgeschäfte und so weiter und so fort. Also viel mehr Möglichkeiten. Drogenlabore werden wir auch bei GTA 6 sehen, die kennen wir schon von GTA 5 und wir erinnern uns, bei GTA 5 im Online-Modus kann man natürlich da auch die Drogenlabore überfallen und man knackt dann den Safe und nimmt dann ein bisschen Cash mit. Ich glaube, das Ganze wird auf jeden Fall noch bei GTA 6 etwas weiter ausgebaut und natürlich, es ist natürlich alles im Zuge der Kriminalität, das bedeutet Drogen und so weiter, ja, werden wir auch bei GTA 6 wieder sehen und das wird auch da eine große Rolle spielen. Trailerparks, Apartments und auch Garagen, Schrägstrich Container werden wir bei GTA 6 sehen. Besonderes Augenmerk hierbei auf Garagen und Container, weil das natürlich ganz cool ist, wenn du dir sowas zulegst. Kannst du eine Garage zulegen. Du kannst aber auch Container knacken. Das wurde aus dem geleakten Material auch deutlich. Da hat nämlich Jason einen Container geknackt und das finde ich ist auch ganz cool, wenn du da halt so ein bisschen mehr Möglichkeiten hast, auf der Map da was zu machen. Apartments wurde auch schon gesagt. Viel mehr Möglichkeiten soll es da geben, das Apartment zu individualisieren. Da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Jetzt ein Punkt, der sehr cool ist. Die Geschichte bzw. die Hauptcharaktere sind ja wahrscheinlich so ein bisschen angelehnt an Bonnie und Clyde. Und da wurde bei den Events, bei den World Events sozusagen ein Bonnie und Clyde Mysterium gefunden. Ein Mystery sozusagen. Verschiedene Locations auf der Karte, wo man dann hoffentlich Rätsel lösen muss. Wir kennen es von GTA 5, da gab es sowas auch schon und vor allem bei GTA Online gab es das ja auch schon mal, ja, im Zuge, ja, ein bisschen so als Crossover zu Red Dead 2. Das wird auf jeden Fall cool, aber bezüglich der World Events, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Dann noch so ein paar Sachen, die es auf jeden Fall geben wird und so ein paar Aktivitäten. Angelshop, also Angeln generell, wird ein Punkt sein bei GTA 6. Habe ich auch schon mal angesprochen. Wir wissen ja, dass sich GTA 6 im Endeffekt die besten Sachen holt aus GTA 5 und aus Red Dead 2. Deswegen, Angeln werden wir da auf jeden Fall sehen. Camping, ich weiß jetzt nicht genau, ob man das selber machen kann oder ob jetzt halt irgendwie so Camps auf der Karte sind. Das kennen wir auch von GTA 5 auf jeden Fall. Die Polizei soll ja generell viel schlauer werden und da habe ich mir jetzt einfach mal beispielhaft rausgeschrieben, dass es auch Alkoholtests geben wird und natürlich auch sogenannte Überprüfungen der Fahrtauglichkeit. Das bedeutet, die Polizei überprüft dich, ob du denn überhaupt in der Lage bist, das Auto zu fahren, wie genau das aussieht und ob es das ins richtige Spiel schafft, da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Ja, Drogenhandel, ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen. Ein wichtiger Punkt, auch bei GTA 6, ja, ich denke mal, sie werden das dann natürlich auch irgendwann spätestens im Online-Modus richtig ausbauen wieder, wie wir das bei GTA 5 kennen, dass man da wahrscheinlich dann auch wieder verschiedene Möglichkeiten haben wird, verschiedene Drogen zu verticken, unter dem Deckmantel natürlich von seriösen Firmen, so wie wir das ja bisher kennen, das wird auf jeden Fall auch spannend werden. Es soll einen WhatsApp-Messenger geben, wir werden uns jetzt wahrscheinlich fragen, wie WhatsApp? Ich denke mal schon. Das Smartphone soll auch sehr realistisch sein bei GTA 6. Also die Screens sollen so sein, wie wir sie von einem echten Smartphone kennen. Und natürlich dann natürlich auch geupdatet auf die 2023er/24er Version. Nicht so, wie wir das natürlich damals hatten bei GTA 5. Das ist ja schon 10 Jahre her. Und es soll auch möglich sein, da selber Sachen auf Social Media zu posten. Da bin ich sowieso mal gespannt, weil ja Social Media in den letzten Jahren auch einen viel größeren Einfluss auf das alltägliche Leben genommen hat. Und deswegen gehe ich mal davon aus, das wird auch einen viel größeren Einfluss auf die neue GTA-Variante haben. Der Malibu Club aus Vice City kehrt zurück, das war in den Leaks zu sehen und zwar unter dem Punkt World Events. Ja, apropos World Events, also solche, ja, sagen wir so zufällige Ereignisse will ich es jetzt eigentlich mal nennen oder zumindest Ereignisse auf der Karte, die du, wo du hingehen oder hinfahren kannst und wo du dann was machen kannst. Da soll es über 1300 von geben. Ich habe es ja auch irgendwann schon mal gesagt, dass mit über 4 Stunden Content gerechnet wird.
Okay, die Größe 750 GB, glaube ich auch nicht. Wird, glaube ich, nicht der Fall sein. Aber sehr, sehr viel Stunden Spielspaß. Da kann man auf jeden Fall von ausgehen. Vor allem, wenn man GTA 5 und auch Red Dead 2 dazu, ja, im Endeffekt so als Vergleich heranzieht. Und 1300 Events, das wäre auf jeden Fall richtig genial. Ja, der Titel des Spiels heißt ja Grand Theft Auto und das Klauen von Autos soll auf jeden Fall im neuen Teil schwieriger und auch realistischer sein. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du zum Beispiel erstmal ein passendes Werkzeug brauchst, um überhaupt ein Auto zu klauen. Wir kennen es ja von GTA 5, da schlägst du dann im Zweifel einfach die Scheibe ein, machst die Tür offen und weg bist du. Das ist natürlich jetzt nicht so unbedingt ganz realistisch, wenn du dann ein Auto mitten in der Innenstadt von Los Santos klaust oder sowas und dann ist da zwar die Polizei am Start, aber trotzdem ist es natürlich jetzt nicht besonders realistisch und das soll sich bei GTA 6 ändern. Wieder mal etwas, was wir von RDR 2 kennen. Der Charakter soll sich mit der Zeit verändern, also die Spielfigur in dem Sinne. Das Haar soll nämlich wachsen und wie wir das ja auch von Red Dead kennen, soll es auch Hunger geben und natürlich bei Red Dead war es ja sogar so, dass die Figur Übergewicht haben konnte und auch frieren konnte, wenn du halt irgendwo im Norden zum Beispiel unterwegs warst von der Map, bist im Schnee rumgelaufen, warst nicht gescheit angezogen, dann ja, hast du gefroren, das hat sich wiederum ausgewirkt, ne, auf deine Figur und solche realistischen Sachen werden wir auch bei GTA 6 haben. Jetzt ein ganz interessanter Punkt, die Kleidung, die man trägt, wird mit der Zeit dreckiger. Das ist richtig cool. Ich frage mich immer, wie Leute sowas tatsächlich rausfinden in diesen ganzen geleakten Sachen. Das ist ziemlich cool. Und jetzt kommt der Hammer. Das soll Einfluss auf das NPC-Verhalten haben. Wenn du halt dreckige Kleidung hast und läufst da rum wie so ein Penner in der Stadt, dann soll das einen Einfluss darauf haben, wie sich die NPCs dir gegenüber verhalten. Ja, Gangs hatten wir auch schon bei GTA 5. Ja, du musstest mal teilweise dann die Rocker zum Beispiel angreifen und musstest dann bei denen was machen oder so. Aber generell sollen Gangs bei GTA 6 eine größere Rolle spielen und in der Eventliste gab es auch Hinweise darauf, dass man sich einer Gang anschließen kann. Ja, wo wir eben bei NPCs waren, die sollen ja, wie ich das ja schon mal in vorherigen Videos gesagt habe, viel realistischer sein. Und letzten Punkt, den fand ich super interessant. Die können dich verfolgen. Ich habe mir jetzt mal in Klammern dahinter geschrieben, die können dich stalken. Bedeutet, wenn du irgendwie nachts rumläufst, dann kann dich einer einfach verfolgen oder so. Da kann dir dann auf die Eier gehen. Das fand ich persönlich ziemlich cool. Und zusätzlich dazu noch, die können sogar in dein Safehouse einbrechen. Also es gibt sogar einfach so random Events, dass die dann einfach irgendwie einbrechen bei dir oder so. Da muss man dann natürlich sehen, wird das tatsächlich so kommen, aber auch das finde ich wirklich sehr interessant und vor allem wird es natürlich dann interessant sein, später mal zu schauen, wie viele von den Sachen, die wir jetzt hier gesagt haben, kommen denn dann wirklich ins Spiel. Das Spiel wird sowieso super komplex und da wird einfach super viel drin sein, deswegen glaube ich schon, dass wir die meisten Sachen dann später bei GTA 6 sehen werden. Was meinst du dazu? Schreib deine Meinung in die Kommentare und abonniere auch gerne den Kanal. Aktiviere die Glocke und dann sehen wir uns in einem neuen Video wieder. Mach's gut, bis denne. Tschüss.